Apfelstrudel, Apfelstrudel essen alle gerne. Große Leute, kleine Leute, Damen und auch Herren. Schneide, schneide Äpfel klein, rolle, rolle Strudel ein. Streue, streue Zucker drauf und die Mama isst ihn auf. Hallo liebe Freunde und Kollegen, heute erzählen wir euch von einer deutschen und österreichischen Tradition, die in Russland seit langem durchgesetzt hat, und nämlich von der deutschen Küche. Diesmal geht es aber nicht um Bier und Würstchen, wie ihr vielleicht denken könnten, sondern um einen Apfelstrudel, ein Gericht, das vor einigen Jahrhunderten aus Österreich nach Russland kam. Vermutlich liegt der Ursprung des Strudelteiges in Arabien, von wo aus er in die Türkei gebracht wurde. Von dort aus gelangte der Strudel als türkische Baklava nach Wien. Das älteste Rezept ist bis heute in der Wiener Bibliothek einsehbar. Heute ist Strudel in der Welt weit verbreitet, besonders in Österreich, Süddeutschland und Norditalien. Um traditionellen Apfelstrudel zu zubereiten, braucht man dünnen Filoteig, Äpfel, die normalerweise auch dünn geschnitten werden, Zucker, Zimt, Rosinen, Nüsse. Manchmal wird auch Rum hinzugefügt. Der Teig wird aufgerollt, mit Füllung gefüllt, sanft zu einer Rolle gerollt, gebacken und mit Schlagsahne, Vanillecreme oder einer Kugel Eis serviert. Der Strudel wird nicht nur mit Äpfeln, sondern auch mit Kirschen, Mohn, Quark, Fleisch zubereitet. Selbst der traditionelle Apfelstrudel hat hunderte von Variationen. Sein eigenes Rezept für das Dessert hat zum Beispiel Quentin Tarantino. Die Gams, hurra die Madeln, hurra die Buam und aus damit die Wadeln. Hurra die Gams, hurra auf den, halt es wieder richtig schön. Hurra die Gams. Berg ist die Freiheit, da feiert da nix, da geht die Party, Alter. Da ist geil zu fix. Und ich weiß ganz genau, ich bin ein Winterkind. Ich geh voll ab, immer wenn der Winter kommt. Wir feiern gewaltig im Hüttenstyle. Wahnsinn, Alter, sind die Alpen geil. Und wenn der erste Schnee oberfällt, gibt's nix mehr, was mich heult. Oh.
Zucker drauf und die Mama isst ihn auf.